Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und ihr habt ja letztens gesagt, Ramses, Glückwunsch zu den 11.000, ja. Hast du denn wieder ein super Special geplant? Habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Jetzt ist mir was eingefallen. Warum denn auch nicht? Wir haben ein Special für euch vorbereitet. Heute ist nämlich hier Feiertag. Was ist überhaupt für ein Feiertag? Tag der Arbeit, 1. Mai. Tag der Arbeit. Wieso arbeitet heute keiner? Am ja, Tag der Arbeit, das haben sie auch letztens gesagt. Ja, zu DDR-Zeiten hieß es ja Kampf und Feiertag der Werktätigen. Kampf und Feiertag der Werktätigen, genau. Kampftag. Kampf und Feiertag. Ich glaube, die Mama hat auch gleich zu kämpfen. Wir. So hieß es früher. Achso, das ist übrigens das Muttertier, ne? Wer das nicht kennt. Wir wollen heute nämlich mal ein kleines Bier-Tasting machen. Ich war mit Pupsi letztens unterwegs. Wir haben da noch was eingekauft. Dann haben wir so ein Sixpack Löschzwerge gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr Löschzwerg kennt. Das sind diese kleinen Aparillos hier. Löschzwerg, ja. Die sind super. Die kannst du nämlich einfach aufziehen wie eine Handgranate. Und dann schmeißt du die weg und dann hast du vergessen zu trinken. Da habe ich mir jetzt 6 Sorten rausgesucht, die ich nicht kenne, was ich nicht kenne. Und das möchte ich jetzt mal probieren mit dem Muttertier. Wir haben auch hier einen leeren Karton Streu, Katzenstreu. Falls das hier zusammensackt, dass man das hier oben hinstellen kann. Entweder ist so das Bild besser oder anders. Ich glaube, gleich, wenn wir richtig anfangen, stellen wir es da hoch. Jetzt lassen wir es nochmal hier. Weil die Mama noch nichts gegessen hat, gibt es hier geriffelte Chips mit Sauerrahm und Käse-Style. Und um sich den Mund auszuspülen. Wir haben 2 Tasting-Gläser hier. Bier steht da drauf mit Homer, 2 Stück. Und dann haben wir natürlich hier die Sorten, die wir jetzt testen wollen. Geordnet nach Schärfegrad. Schärfegrad gemessen in Prozent. Das ist also Löschzwerg Hanf-Cola. Das ist nicht mal Bier, das ist einfach Hanf-Cola. Da ist also kein Alkohol drin. Dann habt ihr Löschzwerg Weizen-Zitrone, alkoholfrei. Da seht ihr auf jeden Fall den Typ, aber da ist auch kein Alkohol drin. Dann habt ihr hier Löschzwerg Naturradler, Naturtrü. Das kommt danach. Dann wechseln wir zum Cola-Weizen. Auch von Löschzwerg, woher auch sonst. Dann gibt es das normale Radler, das hat mehr als das Cola-Weizen. Und am Ende gibt es noch ein würzig helles Bier von Löschzwerg. Das hat natürlich das meiste, weil das ist ein ganz normales. Ich stelle euch jetzt einfach hier oben auf den Katzenkarton. Drückt das ein Stück so, dass man das besser sieht. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit dem ersten. Und das erste ist nämlich Löschzwerg. Hanf-Cola. Wir wollen das schön aufteilen, dass jeder immer das Gleiche. Soll ich dir mal zeigen, wie das aufgeht? Dann kannst du das zweite selber aufmachen. Hier ist so ein Splint dran. Da ziehst du so. Da zischt das und dann kannst du das nach oben im Prinzip einfach abziehen. Da brauchst du aber hier Muckis, sag ich dir. Da sind sogar Würfel drin. Da ist eine 4 und eine 2. Haben wir jetzt was gewonnen? Ich glaube nicht. So, das teilen wir jetzt auf. Bei den Fischbüchsen reiße ich es auch immer ab. Bei den Fischbüchsen. Ja, genau. Zum Glück ist es keine Fischbüchse. Es riecht nur so ähnlich, deswegen. Cola-Limonade mit Hanfaufguss und Hanfgeschmack. So, wir füllen ein. Einmal für die Darme. Einmal für den Herris. Die Mama, die muss jetzt richtig durchziehen bis zum Ende. Mal gucken, ob sie das packt, weil die ist es gar nicht gewohnt, so viel auf einmal zu trinken. Also an Flüssigkeit, an Menge. Das ist die gute. Super, ja. Da ist ja viel mehr drin, als ich dachte. Also für mich ist es schon eine Herausforderung. Löschzwerg, Hanf-Cola. Riecht nach? Cola. Nach Hustensaft, genau. Nee, nach Cola. Riecht irgendwie so medizinisch, ja, alles. Die Cola riecht auch immer medizinisch bei mir. So, die ersten Gläser sind bereit. Bitte schön für dich. Nehme mal einen Schluck. Ach so, Prost natürlich. Du hast richtig gemacht. Du hast den Homer zur Kamera gedreht. Das 11.000 Abonnenten-Special zum Feiertag auf die 11 und auf den ersten, also auf die 111, ne, insgesamt. Prost. Löschzwerg Hanf-Cola. Einen kleinen Schluck immer zum Probieren. Nein. Schmeckt das nach Cola, ja? Ich sag doch. Also so hat eine Sorte Cola hat immer so schon damals geschmeckt, die weiß nicht mal wie die hieß. Die hat so richtig nach Medizin geschmeckt. Medizin, ja, sage ja, ich ja. So. Ich finde auch, das schmeckt eher nach Hustensaft als nach Cola. Ich weiß nicht, wie typischer Hanfgeschmack ist, aber das ist irgendwie auch richtig süß.
irgendwie merke ich jetzt die Kohlensäure an sich nicht so, obwohl irgendwie, das wirkt auch irgendwie. Nee, die Kohlensäure. Das wirkt, als wäre es dickflüssig. Als wäre das wie Sirup. Also mir kommt das vor wie süßer Sirup, der irgendwie. Ja, mit Cola vielleicht jetzt nicht so viel zu tun hat. Guck mal, die Enten sind auf dem Wasser gelandet. Ist das nicht herrlich? Ja, wir müssen das aber jetzt austrinken, damit wir mit dem nächsten weitermachen. Das ist jetzt die Herausforderung, nämlich immer fürs Muttertier. Wie lange soll ich ihn da brauchen? Da werde ich aber gesund. Da kriege ich kein Coronis mehr, wenn ich jetzt hier immer den Hustensaft trinke. Weil du sagst, du kannst es eh nicht aufmachen. Wir können es mal probieren beim nächsten. Und wenn nicht, kann ich ja heimlich dann immer das nächste aufmachen, bis du dann ausgetrunken hast. Das nächste ist nämlich, was auch interessant ist, die werden schon jedes Mal ausgezeichnet mit den World Beer Awards. Hier World Beer Awards Silber. Von wahrscheinlich 2019. Das hat einen World Beer Award 2019 gewonnen. Mit natürlicher Zitronenlimonade aus echtem Saft. Weizen, Zitrone, alkoholfrei. Mit natürlich 50% alkoholfreien Weizenbier und 50% naturtrüber Zitronenlimonade. Das haben wir ja gesagt. Hanfaufguss. Ich sage euch natürlich von den anderen dann auch immer die Werte, die es hat. Wenn die Prozente dazukommen, damit ihr seht, dass es wirklich geordnet ist. Geht's? Ich glaube, das Video geht eine Stunde. Okay, alles gut. Wenn ich trinke, ich's halt, ne? Aber nicht den Sirup, ich schlachte mein Bier zu. Willst du mal probieren, ob du das aufkriegst? Du musst dir nur die Flasche festhalten und das Ding einfach zu dir ziehen. Eigentlich steckt man den Finger durch, dass man da schön, nicht, dass man abrutscht, ja. Und dann? Nein, einfach zu dir ziehen jetzt? Nee, zu dir. Erst zu dir. Das ist ja noch alles zu dir. Jetzt hat es zisch und eigentlich kann man es jetzt nach oben wegziehen, dann trennt sich das auf. Ich muss aber umdrehen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht. Guck, oh, ist das fest und geht's? Ja, das soll ich einen Braun Strowman holen. Oh, und alles fliegt rum. Gut, da die ersten Betrunkenen sind schon wieder am Start. Fünf und zwei. Wir können wirklich hier, ich weiß nicht, was das ist, wir spielen irgendwas. Wir haben jetzt hier 5 und 2 auf jeden Fall. Denk dran, es ist ohne Alkohol. Soll ich dir weniger mal einschenken oder was? Wäre das dann besser für dich? Dann haben wir die, wir haben ja gar nicht gezeigt, wie viel Flüssigkeit da drin ist, glaube ich. Mach dir keine Sorgen, es ist alkoholfrei. Ja. Aber es ist natürlich naturtrüb, wie man hört. Nee, ist es ja gar nicht. Hä? Das ist doch Zitrone. Weiß. Hier steht aber trotzdem naturtrübe Zitronenlimonade, während das andere Radler naturtrüb ist. Dann haben die wahrscheinlich beide einfach nur ein trübes Dasein. So, das ist der Mama ihre Portion. Das ist der Mama ihr Verschwitztes. Du musst auch sagen, wie es aussieht. Das ist auf jeden Fall sehr dick. Hat nichts mit Bier in dem eigentlichen Sinne zu tun, aber Weizenbier ist ja sowieso schon so. Und wenn es noch wenn es dann trüber Saft ist, willst du jetzt Noten verteilen für Farbe oder so? Das riecht auf jeden Fall extrem sauer. Das riecht eklig. Das riecht wie der Brottrunk, den ich letztens hatte. Ja, wie Brottrunk, so ähnlich. Woher weißt du denn, wie Brottrunk riecht? Weil ich den auch schon mal, Andere nehmen das als Challenge, die trinken den jeden Tag zum Frühstück wahrscheinlich. Immer wenn ich meinen Brottrunk aufmache. Nee, aber angenehm ist der Geschmack, ist der Geruch auf jeden Fall nicht, aber egal. Dann Prost, probier mal, vielleicht schmeckt dir das besser, weil das erste war ja total süß. Das ist bestimmt total sauer. Und? Was spricht's? Es geht aber. Geht? Geht, ja. Es schmeckt eigentlich nicht so sauer und. Es schmeckt besser, als es riecht. Auf jeden Fall. Weil es ist einfach, weiß ich nicht, ist angenehm. Es ist nicht zu süß, es ist nicht zu sauer, es ist gar nichts. Es schmeckt eigentlich sehr lieblich. Auch diese Weizennote legt sich nieder. Ich hab's mir vorgestellt. Besser. Also besser als der Geruch. Besser als die Hanf-Cola auch. Ne? Das war gar nichts. Aber das geht schon, das kannst du trinken. Ja, du hast ganz vergessen, du hättest zwischendurch doch hier so einen Chip essen können. Zwischendurch einen Chip? Ja, damit auch dann einfach zum Aufsaugen von dem Cola-Geschmack, bevor es jetzt zu dem Radler da rumgeht, muss man ja immer mal andere
tun da mit Wasser den Mund ausspülen. Wir essen halt einen Sauerrahm-Käse-Chip. Obwohl ich den noch gar nicht hätte essen dürfen, aber das Glas noch gar nicht leer. Obwohl, ich esse einfach noch einen, wenn ich den Rest hiervon leer habe. Oh, du bist ja fast fertig, da also muss ich aber nachziehen. Ich habe mehr geschafft als bei dem anderen, das lässt sich leichter trinken. Soll ich dir was reinschütten noch aus meinem Glas? Nee, ist schon gut. Darfst dann das Naturradler, davon schenke ich dir mehr ein. Nee, dann mache ich es wieder genau gleich. Das schmeckt dann bestimmt wieder nicht so gut. Müsste aber dieselbe also Farbe haben. Also das kann man trinken eigentlich. Oh, da schenke ich dir eins zum Geburtstag. Finde ich auch so. Eine Flasche. Oh. Da trinkst du dann ja Leben lang dran. Der wollte uns das auch kästenweise verkaufen. Hat gesagt, da habt ihr das aber falsch gemacht. Jetzt habt ihr 6 einzelne. Ihr müsst doch 6 Kästen nehmen. Ha, ha, ha. Dann habe ich gesagt, okay, war gerade lustig. Jetzt geht's nochmal weiter. Da hat er sich immerzu daran aufgezogen und immerzu wieder. Wollt ihr nicht doch 6 Kästen nehmen? Ihr müsst aber noch einen Kasten nehmen, das ist jetzt wirklich gesetzt. Und da ging es alle 5 Minuten. Ich habe gedacht, oh, wie viel kostet es denn jetzt? Gib jetzt das Ding her, ich muss weiter. Willst du aufmachen oder soll ich? Ach, mach du lieber, geht schneller. Das nächste ist nämlich jetzt, was mich irritiert, schon wieder Naturradler, also naturtrüb, obwohl das auch. Aber das war naturtrüber Zitronensaft. Hier ist naturtrüber Zitronensaft drin. Und 50% Bier. Der Unterschied halt, dass das halt Weizen war. Weizen, Bier und das ist normales Bier. Und dadurch müsste das aber irgendwie ein bisschen säuerlicher sein. Vielleicht schmeckt das so, wie das andere gerochen hat. Wir ziehen also. Hier steht übrigens, öffnen, Ring vor und nach oben ziehen. Also vor und nach oben. Woppa! Ein Pasch, 2 und 2 habe ich jetzt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Du musst es aufheben. Kennt ihr das? Ja, ich hebe immer den ganzen Schrott auf. Das hat jetzt auf jeden Fall 2,6%. Jetzt stellen wir das hier hin, schenken wir das ein. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Oh, das ist viel Schaum. Ja, ich hätte es halt schräg einschenken ja, sollen. Ja, das ist extra mit dem Schaum. Nee, ich wollte nicht das Glas noch anfassen. Ich habe nur noch einen Arm. Deswegen. Jetzt siehst du, oh, Wettrennen. Hey, welches geht jetzt schneller hoch? Das sieht aber gut aus. Ich glaube, da fehlt noch was. Dann fehlt hier bestimmt auch noch was. Und dann wieder hier. Und dann hat sich schon fast ausgeglichen. So. 2,6% Bier mit Alkohol und naturtrüber Saft. Erstmal riechen. Sieht auf jeden Fall so, sieht auf jeden Fall so aus wie das davor. Riecht irgendwie. Also der Geruch ist gut. Geruch ist besser als das davor. Und deswegen schmeckt es nicht. Ja, deswegen. Da schmeckt es dann halt wahrscheinlich. Also das dürfte jetzt wirklich ein bisschen säuerlich sein. Aber ich glaube Weizen. Weizen ist, wie wenn du was Scharfes isst und Milch trinkst, es nimmt die Schärfe raus. Ob es das jetzt wirklich so macht, weiß ich nicht. Wir probieren einfach trüb mal. Trüb ist es sowieso. Trüb ist wahrscheinlich alles, ist weil alles. Die Gläser dreckig waren, nee, sag ich mal. Nee, die waren nicht dreckig. Doch, ich habe doch reingepustet davor. So, bitteschön. Mal gucken, ob dir das schmeckt. Erstmal kosten. Ja, das schmeckt nach Parfüm. Guck mal, die hat keine Hose an. Siehst du, du könntest auch so rumlaufen und dein Leben noch genießen mit einem Hund an der Seite, der ohne Leine und dann alle gucken auf den Hund. Und ist gerade eine nackte Frau vorbeigelaufen. Aber dafür ist es ein bisschen zu kühl noch, finde ich. Guck dir mal die anderen Leute alle an. Wir sind alle hier dick. Für heiße Blicke gibt es kein kühles Wetter. Also meins ist jetzt schon fast leer. Ich würde sagen, das ist sogar besser reingegangen als das davor. Und auch wenn ich dachte, dass das säuerlicher ist, finde ich trotzdem, dass es auch kann man trinken. Gut trinkbar ist. Ich habe nur nicht viel von dem Geschmack jetzt mitgekriegt. Doch, der schmeckt so richtig ein wenig süßlich, ja. Das Bier merkst du nicht so. Das Bier merkst du nicht so. Ich finde trotzdem aber das davor fand ich ein bisschen besser vom Geschmack her so. Das davor trinkt man zwar nicht, weil da kein richtiges Bier drin ist. Es muss schon knallen, ne? Aber für dich genau das Richtige, wenn du mal wieder unterwegs bist. Das hat auch ein World's Beer Award Silber bekommen.
aber vom Jahr 2021. Also es muss auch ein richtig gutes Bier sein. Ich glaube, die schreiben das einfach nur aus Spaß drauf und dabei haben die noch nie dort mitgemacht. So, ich würde schon mal das nächste vorbereiten. Das nächste muss das Schlechteste sein. Das hat nämlich kein World's Beer Award bekommen. Aber das ist irgendwie das Einzigste, was ich schon mal gesehen habe. Löschzwerg Cola Weizen. 50% Weizenbier und 50% koffeinhaltige Limonade mit 2,8. 2,6 steigert sich auf 2,8. Wir ziehen den Zippel wieder auf. Ist halt wieder Weizen, wie das bei dem zweiten. Ist halt kein richtiges, ist Weizen, aber nicht alkoholfrei und nicht mit Zitrone, sondern mit was anderem. Eine 10, 6 und 4. Wenn ihr wisst, unter allen, die das Video kommentieren, verlose ich die dreckigen, verschmierten Deckel. Spaß. Ist da der Hauptgewinn dabei noch? Weiß man doch nicht. Ja, dann zahlen die noch ab. Wenn jemand verrät, was das ist, dann kann ich ja selbst gewinnen. Ich verlose so viel immer, da verlose ich keinen Abfall. So. Ich schenke dir mal ein. Du bist ja eh nicht so der Cola-Trinker, oder? Nein. Also mache ich jetzt nicht so viel Cola bei dir rein. Du kriegst vom Radler dann wieder mehr. Ich kann dann sagen, ich habe dann noch nie in meinem Leben so viel an einem Tag getrunken wie heute. Weil ich trinke wirklich wenig. Das ist die Mama. Ganz wenig. Das sieht doch gut aus. Wie ein Original aus Guinness, abgezapft in der irischen Bäckerei. Und dann so sieht das dann aus. Cola halt. Sieht aus wie Cola. Es gibt halt Biere, wo keine Cola drin ist, die trotzdem einfach so schön so dunkel sind und so eine tolle Farbe haben. Ja. Und es riecht wie Bananenweizen. Was? Ich weiß nicht, weil Cola hat doch keinen richtigen Geruch, oder? Ich finde, jedes Weizenbier, egal was du da mit ran machst, riecht einfach also nach Banane. Ein normales Weizenbier ohne Banane riecht nach Banane. Bananenweizen riecht auch nach Banane. Es riecht, vielleicht bin ich auch Banane, ich weiß es nicht. Riecht's gut? Naja. Fruchtig? Bei deinem Bananenweizen. Das nach riecht, Banane? Das riecht immer besser eigentlich, das Bananenweizen. Ja, ist ja auch Banane drin, aber ich habe vergessen. Klar. Hast du vergessen, Banane reinzumachen? Muss noch einen Chip essen. Ich dachte, Banane wolltest du rein. Ist neutralisiert, ne? Apropos. Ah. So, hier steht auch noch kleine Flasche freches Bier. 2,8 freches Bier. Ich hatte übrigens noch drei Bananen zu Hause, die wollte ich doch mitnehmen, habe ich jetzt vergessen. Drei freche Bananen zu Hause. Dann lass es dir schmecken. Wir sehen uns später. Bis gleich. Oh. Ja, was hat das für ein Nachgeschmack? Jetzt würde ich mir ein bisschen diese sirupartige Süße von dem ersten zurückwünschen, weil... Nee, wie schmeckt's denn? Du musst ja sagen. Nicht, ich kann ja gar nicht meine profi-fachmännische Meinung äußern. Schmeckt's nach Cola? Nein, eigentlich nicht. Aber wieder nach Arznei, ja? Ja, das hat so einen ganz eigenartigen Nachgeschmack. Bisschen muffig und matt. Ja, so, ich weiß nicht. Matt und rau. Das kann ich gar nicht sagen, was das für ein Geschmack ist. Wie wenn man so eine Lederjacke kauft und kaut am Ärmel rum und denkt dann, es hat irgendwie was, aber so richtig köstlich ist es nicht. Aber die Farbe stimmt. Ganz eigenartig. Also wenn es jetzt eine schwarze Lederjacke ist. Also kann ich nicht, das wundert mich jetzt nicht, dass die keinen World's Beer Award bekommen haben. Ja? Dafür haben die letzten zwei World's Beer Awards und das allerletzte hat sogar ein Gold Award von World's Beer Awards Dings. Tja, ist schon leer, nee, ne? Nein, ich wollte ja nicht noch was da vorne, um Gottes Willen. Nee, aber das schmeckt bis jetzt mir am schlechtesten. Am schlechtesten, gut. Da ist ja sogar noch hier... Wir können ja mal eine Sortierung machen. Der Brottrunk noch besser. Wir tun nämlich die Sortierung jetzt umhändeln so rum. Aber das machen wir dann in Ruhe, ob das alles passt. Ihr Aroma muss auch noch leer werden. So musst du immer rülpsen. Das muss raus, gell? Wenn ihr wisst, wieso man rülpsen muss, wenn man kohlensäureartige Getränke trinkt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Bei mir geht es wahrscheinlich nach innen. Nee, du unterdrückst das und da kommt es dann woanders raus. Das ist dann noch unangenehmer. Erst kriegst du Bauchschmerzen und dann geht's. Ja, siehst du? Nee, aber ich habe vorhin gemerkt, vorhin war mal komisch. Da ging es in die Nase hoch. Irgendwie. In die Nase? Ja, in die Nase ging es so hoch. Da war es irgendwie da so. Da ging es dann komisch.
Na, da tut sich eine Blase bilden und die zerplatzt und dann innen und Kopf, geht hoch und steigt auf. Der Segenlast ist immer raus. Wir sind in der freien Natur. Hier gibt es auch Elche. Die hören sich auch so an. Oh, das war der beste Chip bis jetzt. Der hat ja wenigstens mal nach Käse und Sauerrahm geschmeckt. Ihr zwei denn da überhaupt? Du bist auch durch die Korrektion, oder was? Wir machen ein Bier-Tasting. Ein Bier-Tasting. Wenn man da überhaupt noch von Bier reden kann, was da alles genau ist. So, World Beer Awards, jetzt, 2019. Das ist aber schon wieder Radler von Löschzwerg. Biermischgetränk, 50% Spezialbier, 50% Spezial und 50% Zitronenlimonade. Diesmal kein naturtrübes Zitronendings und auch kein Weizen, aber hat 2,9. Das ist also das stärkste Radler, was die Mama hier gesehen hat. Ich mach's mal nochmal auf hier. Zack, klipp und weg. Und wir haben eine 5, eine 4 und eine 1. Okay, bleibt jetzt hier drüben. So, 6 Stück fangen. Ansonsten? Nö, das war der nett. Radler Biermischgetränk. Okay. Immer noch Silber 2019. Wir können ja die Etiketten dann auch mal bewerten. Welches Etikett am besten aussieht oder die schönste Farbe hat. Vom Radler kann ich dir jetzt wieder mehr einschenken. Weil das letzte, das ist ja dann das richtige Bier. Da darf man ja nicht so viel trinken. Und deswegen machen wir das jetzt mal so und dann mal hier und dann mal da. Beim letzten kann ich noch viel erzählen. Ich unterdrück's wieder. Nee, dann geht's wieder ins Gehirn und da steigt die Blase wieder in die Nase und dann ist es kaputt. So, schönes, gelbes, saftiges Etikett, Radler 2.9. Facebook löschzwerg.original. Könnt ihr mal nachgucken. Stell's mal dahin, wir probieren's mal. Sag mal, wir haben's schon bald geschafft. Da kannst du durchgucken. Klar, haben wir's bald geschafft. Du hast ja auch einen Zug drauf, ne? Das ist auf jeden Fall, kannst du durchgucken. Ist nichts Trübes, ist irgendwie, sieht schon fast. Das ist total klar. Sieht schon fast aus wie ein Bier. Gelb, Gold, hat sogar gelb, klar, eine kleine Schaumkrone drauf. Aber bei mir nicht. Ich habe nie eine Schaumkrone drauf. Aber ich bin ja auch vorsichtig bei deinem Glas. Prost. Wie riecht's denn? Ja, riechen. Nach nichts? Nach gar nichts. Nee, es riecht doch nach nichts. Riecht nach Wasser. Wenn es so schmeckt, wie es riecht, dann haben wir nichts zu befürchten. Verpasst. Dann haben wir aber auch nichts erlebt. Also egal. Naja, dann Prost. Die Prost. Farbe gefällt dir auf jeden Fall. Sieht aus wie ein Bier. Ja, weißt du eigentlich, dass ich noch nie einen Radler getrunken habe? Ist nicht dein Ernst. Hast du nicht erzählt. Wie kommt das denn? Tja. Dabei fährst du so viel Fahrrad. Ja, eben. Dann hat die nicht mal. Da hätte ich eigentlich nur. Ja, freilich. Das ist ja ausgerechnet für Radfahrer, das Radler. Was hast du denn stattdessen getrunken? Wann meinst du denn? Immer. Früher oder? Na, weiß ich nicht. Ich dachte halt, irgendwas gab's, wo du gesagt hast, ach, wenn ich was trinke, dann trinke ich das. Aber kein Radler. Muss ja noch Rad fahren. Wieso darf man eigentlich. Naja, egal. Ja, wieso da mal beim Radler? Also da ist ein Bier drin. Und jetzt, wenn du mal, und jetzt, wenn du mal einfach nur einen Radler trinkst und setzt dich dann ins Auto, wirst du gleich festgenommen. Und wenn du dich danach auf dein Fahrrad setzt und abhauen willst, weil sie deinen Reifen zerschossen haben, dann wirst du auch festgenommen. Also das Radler, das schützt gar nicht. Von wegen. Eigentlich darfst nicht. Du noch Radler fahren? Ja, vielleicht konnte man das früher, vielleicht war alles nicht so streng. Ja, früher war es egal, da gab es ja noch keine Autos, da waren alle betrunken. Und dann sind alle gelaufen. Und wenn einer es noch bis zum Fahrrad geschafft hatte, der wurde belohnt und durfte damit weiß auch aber, noch. Aber wer immer viel Radler getrunken hat, hauptsächlich. Der Ricardo hat immer viel Radler getrunken. Und trotzdem habe ich das dann nie mal probiert. Habe nie mal gesagt, ich will auch einen Radler trinken, mal sehen, wie das schmeckt, weil du immer Radler trinkst. Habe das nie gemacht. Ich weiß, weil da halt Bier dabei war, deswegen. Ich weiß, dass die Tante Katrin das immer selbst gemischt hat dann im Garten und immer gesagt hat, Jungs, ihr dürft ja noch kein Bier trinken. David, aber, komm mal her, Ramon, aber, kommt mal her. Weil da mal ein Radler. Was ist denn das? Das nehmen wir mal zum Saufen abends, das knallt. Dann hat sie immer das Bier genommen, eingeschenkt und hat sie ihre Zitronenlimo hinterher und dann, hier, Kinders. Ne? Und wir so, ach, das ist aber süß. Dürfen wir noch ein bisschen Limonade? Und dann lag man in der Ecke irgendwann und dann, was war das denn? Du also, weißt ja wieder.
übertreibst. Wahre Geschichte. Ja. Nein, aber so hat man die Kinder halt an den Alkohol herangeführt. Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Das glaube ich nicht. Wir haben im Garten gegrillt. Da werde ich das, die Katrin werde ich mal fragen. Da würde ich das alles zugeben müssen dann. Ja, aber... Ist ja auch nichts Schlimmes, ne? So, zur Jugendweihe. Ja, zur Jugend, okay. Kann man ja mal, da kann man das mal machen, einen Radler trinken. Das kann man auch mal machen zur Jugendweihe. Wieso, wie schmeckt es denn jetzt da eigentlich? Da ist man ja immer schon 14. Schmeckt eigentlich gut. Es riecht nach nichts, es schmeckt nach was. Okay, Moment. Doch, es... Ja, es schmeckt ein bisschen nach Bier, ein bisschen nach Zitrone. Also für einen Radler ist es eigentlich ganz gut, weil viele schreiben einfach Radler drauf aufs Bier und dann trinkst du das und das ist so richtig, boah, das brennt auch so irgendwie immer. Naja, aber das schmeckt eigentlich. Das ist ein sehr liebliches Radler. Ich weiß aber nicht, wo ich das jetzt einsortieren würde. Ich lasse es einfach erstmal da stehen, wo es steht. Da kann man sich ja danach noch Gedanken drüber machen. Hm. Und jetzt kommt noch... Der goldene Reiter. Jetzt kommt ja das Schlimmste von allen. Das Allerschlimmste. Löschzwerg würzig hell, Braumanufaktur, World's Beer Awards Germany Gold von 2018. Ach so, 2000. Alles ist schon. Das hat bei den World's Beer Awards 2018 halt gewonnen. Ach so. Hat 5,2 würzig hell, helles Bier. Eine hochrangige Fachjury aus internationalen Bierexperten hat unser würzig hell bei den World Beer Awards in London unter allen deutschen Bieren in seiner Kategorie mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Mhm. Was war es denn für eine Kategorie? Das Bier, was nicht schmeckt? Du hast gewonnen, oder was? Ja, na, keine Ahnung. Ja, da habt ihr, weißt du, was das ist? Das Grüne hier. Warte mal. Hopfen, nee. Ja, sind also keine Tannenzapfen, sind Hopfen. Hopfenblüten. So, jetzt machen wir den mal auf. Halt. Einmal zu mir, einmal hoch und jetzt. Ah! Pasch! Eine 2, also 1 und 1. Das ist jetzt aber keine Internetwerbung hier. 1 und 1. Marcel Davis, kennst du? Wieso haben wir eigentlich nicht Internet eins von 1 und 1? Die geben sich so viel die Mühe. Die Werbung kenne ich. Die geht ja der schon, Typ ist einfach ein Meme. Jahre, und es ist immer lustig, wenn irgendjemand Marcel Davis verarscht oder so. Da hätten wir wirklich mal das machen und dann, wo ist denn der Marcel Davis? Ich denke, der kommt zu dir nach Hause. Und dann ist er gar nicht da, weil es nur so ein wie Einhorn, das ist ein Fabelwesen. Ich wäre ja schon mal beinahe zu 1 und 1 gegangen. Ich hatte doch schon mal, aber nee, ich habe mir das dann überlegt. Mm-mm. Du sollst ja nicht dahin, die sollen ja zu dir kommen, verstehst du? Kennt ihr Marcel Davis? War der schon mal bei euch, weil ihr 1&1-Kunden seid? Schreibt es mal in die Kommentare. Das ist jetzt also der letzte mit 5-2. Ach so, du hast noch gar nicht ausgetrunken. Ach du Schande. Dann erzähle ich euch noch mal eine Geschichte. Nein, mache ich nicht. Ich nehme einfach noch einen Chip. Und zwar jetzt einen richtig großen, denn wir haben jetzt einiges zu verdauen. Ich war jetzt abgelenkt. Wegen dem Reh dort oder was das ist oder ein Hirsch. Sag mal, die Straußen oder Strauße, die sind wohl jetzt noch nicht da oder haben die keine mehr? Was für Strauße? Ja, da waren doch immer Strauße in dem Gehege. Im Wildgehege? Jo. Neben den Alligatoren? Ganz oben waren Strauße. Ich habe noch nie einen Strauß hier gesehen. Oh, echt? Ich sehe immer nur Dammwild und Rottwild und Äpfel. Nee. Ich habe noch keinen Strauß hier gesehen. Die hatten etliche, 3-4 Stück, glaube ich. Aber entweder sind die weg. Oder sie haben sie gegessen. Ich weiß auch nicht, ob die ganze Zeit über immer hier sind. Also nee, nur zu Ostern, damit es Straußeneier nein, gibt. Ich meine, Winter über sind die sicherlich nicht da, aber dann... Hey, die haben doch da eine Höhle. Das andere Zeugs mit den Vierbeinen hat doch auch eine Höhle und geht da immer rein. Vielleicht sind die Streuse noch in den Höhlen und trauen sie nicht aus. Vielleicht haben sie sich an den Hälsen verknotet und können nicht mehr... Ja, egal. So, wir schenken jetzt einfach mal diesen Löschzwerg 5,2. Ein Glück, dass es das letzte ist. Oh. Was ist denn? Ja, so viel Flüssigkeit. Das verstehe ich ja auch nicht, oder? Mm-mm. Keiner würde jetzt hingehen und würde sagen, ach, ich habe Durst und ich nehme erstmal eine Flasche Wasser und trinke 1 Liter auf Ex. Die nehmen immer so ein kleines Glas und müssen so, oh, ich muss ja noch ein Glas trinken. Ich habe heute so wenig, aber wenn es um anderes Zeugs geht, da geht es immer, wups, und da sind die 10 Liter voll. So, ich schenke dir jetzt mal ein, wenn ich auch mal was zu tun habe. Ja.
So. Oh, das ist so herrlich. Das ist die beste Farbe jetzt seit langem. So, dann kriegst du sogar noch einen Schluck. Und dann tun wir hier noch was rein und dann fällt wieder auf. Der Ramses, der hat wieder den Schaum. Mhm. Und das Muttertier hat keinen. Guckt euch das an. Schaum, kein Schaum, Schaum, kein Schaum. Keine Ahnung. Aber es ist sehr hell. Sieht freundlich aus, sieht einladend aus. Steht auch da, helles Bier. Hätte mich jetzt gewundert, wenn das dunkel ist. Da ist sein Glas. Da ist mein Glas. Komm mit Hannes und Iswo, wir haben 16 Stück getrunken. Oh Gott. Zu dritt. Also war das ja wieder was anderes. Da hat ja jeder immer nur so einen kleinen Schwätzel gekriegt. Aber das waren meistens 0,5er. Magst du wenigstens mal dran riechen? Ja, warte mal gleich. Was siehst du schon wieder? Da hinten sind die Vögel. Best, ich hole jetzt Handy raus und mach gleich noch ein Raid hier. Raid hier. Ich kann ja schon mal was zum Geruch sagen. Riecht nach Radler. Jetzt wird die ganze Zeit Zitrone, 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 Zitrone in dem Glas. Da riecht eigentlich alles nur noch nach Bier. Wie riecht denn Bier? Nach Radler. Für mich riecht Bier, naja, weiß schon. Ja, riecht ein bisschen bitter. Hat eine Biernote, da stimme ich jetzt auch mal zu. Ich bin ja kein Bierfreund. Ansonsten riecht es trotzdem sehr unscheinbar. Die Farbe ist halt schön, du kannst ja halt trotzdem durchgucken. Von der Farbe her würde ich das als Bestes ansehen, was dem Bier gleich kommt. Würde ich sagen, hell, Prost. Richtig hell. Prost. Bin ich mal auf dein Feedback jetzt gespannt. Oh Gott. Ja, das ist ja richtiger Biergeschmack. Bitter. Der legt sich gleich ab. Ja, etwas bitter. Ja. Ja, wie das Bier halt so schmeckt. Das ne? ist halt für echte Männer. Zum Glück habe ich immer noch mein XL-Abzeichen hier dran, ne? Dass man weiß, was los ist. Das schmeckt dir bestimmt jetzt nicht so gut, sage ich mal. Bitter. Bitter. Aber Bier muss ja bitter sein, oder? Wieso eigentlich? Obwohl, eigentlich sagt man ja nicht bitter, man sagt ja dann immer herb. Wenn, dann ist es ja herb. Es ist ein herbes Bitterherb. Bier. Bitterherb. Sagen wir mal, es ist herb, aber hab schon herberes getrunken. Hab auch schon weniger bitteres getrunken. Bitteres? Bitteres. Es mischt sich so im Mittelfeld ein. Also, es schmeckt nach Bier. So ganz so schlimm ist es nicht. Du merkst es. Biergeschmack ist präsent. Schmeckt nicht nach Wasser, ist aber auch nicht komplett schlimm. Ich glaube, es gibt Schlimmeres. Ja, deswegen hat sie auch zu Recht den... Ich glaube, es gibt Schlimmeres. World's Beer Award von... Das so 2018, in der Zeit haben sie schon wieder bessere Sachen dann auf den Markt gebracht. Ist doch super. Und jetzt hätte ich natürlich... Ich frage mich, was die Männer an diesem Geschmack finden, an diesem... Am Geschmack nix. Herben, bitteren Geschmack. Nur wie man dann rumfliegt, das finden die immer gut. Mhm. Aber dann gibt es ja die, die trinken immer alkoholfreies. Das kann ich nicht nachvollziehen. Mir freiwillig diesen Geschmack antun jedes Mal. Und dann ist die Welt auch nicht besser. Nee. Ich habe das trotzdem jetzt mal kurz ein bisschen geordnet gehabt. Du hast ja gesagt, dass der hat ja am schlechtesten geschmeckt. Den fandst du auch nicht so toll. Aber wenn das der schlechteste war, musste er ja davor sein. Das fand man eigentlich ganz gut, aber wir fanden das mit dem Weizen sogar noch viel besser. Das normale Radler habe ich erstmal da stehen lassen an der Stelle. Könnte man noch woanders einsortieren, aber theoretisch, weil das halt eigentlich ein gutes Radler war für das, was es ist. Hm. Und weil es vor allem die meisten Prozent hat, weil es überhaupt Prozent hat, mit dann würde ich es hier lassen. Was machst du jetzt mit dem richtigen? Schlecht? Dazwischen lassen, weil es Bier ist, man es nicht vergleichen kann? Wieso, hier vorne steht das Schlechteste jetzt oder wie? Ja. Und dann hinten das Beste, oder was? Du fandest das Cola-Weizen Kannst von... Kannst du nicht alles rummachen? Auf Nummer 1 ist das Beste, oder wie? Nee? Da musst du alles wieder umholen? Nee, genau. Du musst rein, wenn du sagst, was? Da musst du halt da dein Bestes hinstellen. Aber wenn das da steht, ist es dann halt bis jetzt das. Weil das haben wir ja noch nicht. Ich hätte nur kurz trotzdem eine kleine Zusammenfassung halt, weil du ja gesagt hast, das war das Schlechteste, also das Cola-Weizen.
Die Hanf-Cola, die war auch nicht so toll. Die hat halt wirklich nur nach Sirup geschmeckt und süß. Mhm. Aber trotzdem, dadurch, dass das total muffig geschmeckt hat und total matt, war das noch schlimmer. Ja. Das naturtrübe Naturradler mit Natursekt, das hat eigentlich richtig gut geschmeckt. Ja. Hat auch Alkohol drin gehabt. Noch besser war sogar aber das Weizenbier. Nicht das normale Bier mit Naturzitrone, sondern das Weizenbier mit Naturzitrone, trüb, alkoholfrei. Also das hat es uns richtig angetan. Das normale Radler war auch super. Am besten schieben wir das einfach dazwischen. Am besten wir tun es einfach hinten hin, weil die haben halt irgendwie das Naturtrübe. Das ist, Naturtrübe ist halt immer irgendwas ganz Besonderes. Schon damals bei den X-Rays mit Marco. Ja, und das richtige Bier, weil es richtiges Bier ist, würde ich es halt trotzdem hier lassen. Also wenn ich irgendwas davon trinke, dann würde ich dann das trinken, weil es richtiges Bier ist. Als Bestes? Ja, gut, für weil dich, da hast du wenigstens nicht. Was davon für den Preis. Ja. Du würdest es jetzt wohin schieben? Dahin schieben. Also kommt es dann dahin und es dann dort. Also Cola-Weizen schlimm, Hanf-Cola schlimm, dann richtiges Bier auch schlimm. Und die Radlers haben es ja angetan und das war dann mit das Beste. Etiketten sind halt auch alle sehr unterschiedlich. Ihr seht auch Cola-Weizen schön, dieses bräunliche. Was ist das eigentlich? Das Löschzwerg. Ach so. Deswegen hat er ja auch hier einen Schlauch in der Hand. Ja, und er hat Helm einen Schlauch auch. Und der tut sich hier auch kringeln, weil der löscht ja den Brand. Mhm. Ne? Ist ein kleiner Feuerwehrmann. Mhm. Und das Einzige, was halt den nicht drauf hat, ist halt hier die Hanf-Cola. Die ist wahrscheinlich ganz neu, denke ich mal. Soll halt ein bisschen anders aussehen. Trotzdem. Ja, der ist halt das Hanf-Cola. Sieht gut aus, sieht farbenfroh aus. Oh. Kennt ihr noch andere Löschzwerge? Kennt ihr noch Sorten von Löschzwerg, die jetzt hier nicht dabei sind? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Kennt ihr überhaupt Löschzwerg? Schreibt es halt mal rein. Das ist das Freundlichste, weil es schön hell ist. Das Radler, das Silber. Silber, das ist Dual-Silber, gell? Alles Silber, das ist die. Na, das normale Bier hat Gold. Silber. Mhm. Das normale hat Gold. Mhm. Ich glaube, es gibt vom Löschzwerg auch ein Weizen, Kirsch, Cola, Bier. Oder Kirsch-Cola. Bier. Irgendwas. Damals in Pöttmes sind wir da mal los und da musste man mal ganzen Kasten holen, immer aufziehen, rausholen. War, glaube ich, Kirsch-Cola-Bier. Wie sagt man denn? Cola-Bier mit Kirschgeschmack auch. Hm. Also habe ich jetzt dort, glaube ich, nicht gesehen. Die habe ich alle gesehen. Die haben wir alle mitgenommen. Das war im Prinzip unser kleines Special. 11.000 Abonnenten-Special mit dem Muttertier am Feiertag, am 1. Mai ist das jetzt aufgenommen hier im Wildgehege, weil hier so super man Enten. Sich hinsetzen kann. Ja, bei den Enten und bei den Anglern. Weg. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir werden uns jetzt noch was zu essen suchen. Wir haben nämlich noch nichts gegessen. Die Mama muss ihr Bier noch trinken. Ja. Oder sie nimmt es mit während der Fahrt und ich trinke es zu Hause. Ich und wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Wie gesagt, es geht weiter. Wir sehen uns bei den 12.000 wieder. Vielleicht dann machen wir dann Pfeffi-Wett trinken hier das am Tisch. Jeder kriegt eine Flasche Pfeffi und jeder schiebt sich dann eine Flasche rein und dann ist gut. Nein, das war's jetzt von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Muttertier. Ciao. Genau. Nur genau. Ach, Thomas.